Frühlingsgefühle im Winter? Typisch Kuttendreier. 250 Kurzzulassungen, traumhaft günstig. Nur bei Kuttendreier. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Wenige Wochen noch, dann wissen wir, wer der neue Oberbürgermeister oder heute interessiert es uns ganz besonders, ob es auch eine die Oberbürgermeisterin geben könnte. Herzlich willkommen, Sabine Nallinger, Oberbürgermeisterkandidatin von den Grünen. Frau Nallinger, können Sie das mit der Schlagzeile anfangen? Eine Frau will nach oben? Ja, also ich denke, ich bin kraftvoll und mutig in den Wahlkampf gestartet, mit viel Ideen, habe Menschen mitgenommen, Menschen begeistert. Also von daher passt die Schlagzeile. Jetzt muss man einfach mal überlegen, wo Sie arbeiten. Das ist jetzt bei den Stadtwerken sind Sie unterwegs. Da hat man jetzt festgestellt, Sie haben sich tatsächlich auch ein bisschen mit Ihrem Arbeitgeber quergelegt. Da ging es darum, dass Sie gesagt haben, es wird nicht genug für Photovoltaikanlagen getan. Ist das nicht ein bisschen sehr mutig, weil es könnte ja sein, dass Sie doch wieder zurück zu Ihrem Arbeitgeber müssen und der wird Sie dann vielleicht etwas kritischer beäugen? Also ich bin ein Mensch, der zu seinen Überzeugungen steht und ich bin in erster Linie Stadträtin und in erster Linie gerade die OB-Kandidatin der Münchner Grünen. Und das ist das, was mich antreibt, das ist das, wofür ich mich gerade mit voller Kraft einsetze. Und da muss ich einfach ganz klar Dinge ansprechen, die ich finde, die noch nicht so gut laufen oder auch Dinge ansprechen, wo ich denke, da müssten wir noch einen Zacken zulegen. Die Stadtwerke haben sich dagegen gewehrt. Die haben gesagt, also da gibt es über 30 Photovoltaikanlagen und auch auf den Dächern wird viel getan. Also die sind nicht ganz ihrer Meinung. Na, ist ja klar. Also immer, wenn man irgendwie den Finger vorgehalten bekommt, ist ja klar, dass man dann erstmal in eine Verteidigungshaltung geht. Da habe ich auf vollstes Verständnis. Mhm. Fakt ist, dass wir eben hunderttausende Häuser hier haben, ja, und dass wir eben erst die wenigsten Dächer mit zur Energieversorgung nutzen. Und das ist einfach schade, ja, weil die Technik geht, die Menschen würden mitmachen, es wäre wirtschaftlich, wir hätten alle einfach, würden sehen, wo unser Strom produziert wird. Also eine Win-Win-Win-Win-Situation. Und deswegen möchte ich auch, dass wir in München so weit kommen. Jetzt sind wir hier im Westpark. Warum haben Sie den Westpark ausgewählt? Ich hatte ja gesagt, suchen Sie sich einen Platz aus in München, wo Sie sich besonders wohlfühlen. Also ich wohne gleich hier ums Eck im Westpark. Ah, ja. Ich radel fast täglich durch den Westpark auf meinem Weg ins Rathaus. Wenn ich dann abends heimkomme, jogge ich hier. Hier haben meine Kinder das Schlittenfahren gelernt und das Radlfahren. Und es ist einfach ein Ort, mit dem unsere Familie ganz viel verbindet und ich ganz viel verbinde. Sie haben ja eigentlich eine ganz witzige Überlegung gehabt in Ihrem Wahlkampf. Sie haben überall sozusagen ja fast ein Filmset aufgebaut, wo Sie sich dann hinsetzen und mit Bürgern dieser Stadt sprechen. Inwieweit hat sich das bewährt? Das hat sich sehr bewährt, weil erstens mal die grüne Couch als Bild irgendwie, wo ich hinkomme, ach, Sie sind doch die mit der grünen Couch, das ist schon mal ganz gut, ja. Und die grüne Couch ist ein Zeichen, dass ich an Unorte gehe. Ich war da mit den Parkbuchten an verkehrsreichen Plätzen, wo ich einfach mit meiner Couch auftauche und die Menschen frage, wo drückt der Schuh? Und das wollte ich auch gerne mit Ihnen mal machen. Und dass Sie mich fragen, wo mein Schuh drückt, ah, der ist eigentlich der drückt im Moment gar nicht. Ich muss jetzt einfach mal, ja, wollen wir uns da mal hinsetzen? Was ist denn Ihre Seite, die linke oder die rechte? Ach, ich setze mich gerne hierher zum Beispiel. Das wäre jetzt die rechte Seite, ja. Von uns aus gesehen. Führt mich gleich zur nächsten Frage. Sie liebäugeln ja sehr mit Josef Schmidt, das ist der OB-Kandidat der CSU. Wie sehen da Ihre Koalitionsgedanken aus? Also es ist ganz klar, politisch-kulturell sind die Grünen der SPD viel näher. Und wir sind jetzt seit über 20 Jahren ein Bündnis, das sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben viele Dinge angestoßen. München steht gut da. Jetzt braucht es natürlich schon neuen Schwung, deswegen trete ich auch an. Aber wenn man jetzt einfach mal so Resümee zieht, was eben Rot-Grün in den über 20 Jahren geschafft hat, dann glaube ich, kann man schon sagen, dass wir stolz drauf sein können und dass es sehr gut funktioniert hat.
Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie Ihre eigene Basis dadurch auch ein bisschen verunsichern, dass die jetzt gar nicht wissen, was Sabine Nallinger dann vorhat, wenn sie sozusagen vor die Frage gestellt werden, mit wem sie die Koalition dann eingehen sollen im Münchner Rathaus? Also die Basis weiß ganz genau, wo ich stehe, weil das habe ich auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass ich zu Rot-Grün stehe. Und wenn es nach der Wahl reichen sollte für Rot-Grün, wird das auch das Zukunftsbündnis für München sein. Ich habe aber immer gesagt, dass wir als eigenständige Partei, als eigenständige Kraft wahrgenommen wurden. Und am Anfang, als ich von meiner Partei mit großer Mehrheit nominiert worden bin, wollte ich auch erstmal so einen Befreiungsschlag für uns Grünen. Ja? Ich wollte nicht der kleine, der Juniorpartner mehr sein, sondern München zeigen, dass die Grünen in München eine eigenständige Kraft sind, dass wir eine eigenständige Partei sind und dass wir eben nicht der AK-Umwelt der SPD sind. Sie haben das natürlich auch dadurch demonstriert, dass Sie Herrn Monatseder, der ja auch gerne jetzt in Ihrer Position wäre, den Rang abgelaufen haben. Sie haben da die Mehrheit bei den Grünen bekommen und deshalb sind Sie jetzt OB-Kandidatin. Sind Sie zufrieden mit dem Einsatz von Herrn Monatseder für Sie als OB-Kandidatin? Also ich denke, der Hepp, der geht jetzt seinen Weg. Er ist ja auch noch mal jetzt angetreten für die neue Stadtratsliste. Es ist natürlich schon so, dass es eine innerparteiliche Auseinandersetzung war und die ist auch nicht ohne Schrammen ausgegangen, das ist ganz klar. Aber wir haben beide einen sehr, sehr guten Weg gefunden, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander zusammenarbeiten. Und deswegen sehe ich da jetzt positiv in die Zukunft. Und ich denke schon, dass wir Grünen einen guten Wahlkampf machen, dass ich einen guten Wahlkampf mache und dass auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Grünen einen guten Wahlkampf machen. Noch eine Frage zu Herrn Monatseder. Es gibt ja jetzt diese Liste bei Ihnen von den Grünen und da sind Sie auf Position 1. Herr Monatseder, ich weiß gar nicht genau, wo er ist, 18. Jetzt wird ja in München gehäufelt und es könnte ja passieren, dass Herr Monatseder plötzlich ziemlich weit nach oben rutscht und im schlimmsten Fall, dass Sie ein bisschen nach unten rutschen. Was würde das für die Balance innerhalb der Grünen bedeuten, wenn Herr Monatseder einen großen Rutsch nach oben erleben würde? Also ich glaube, das ist bei uns gar kein Thema, weil es ist ganz klar, dass ich die Kandidatin der Münchner Grünen bin. Es ist auch klar, dass der Hepp nach so vielen Jahren dritter Bürgermeister natürlich über eine große Bekanntheit verfügt. Und das war schon eine große Aufgabe für mich, eben jetzt da auch wirklich bekannt zu werden in der Stadt. Ich glaube, ich habe das gut gemacht, ja. Aber natürlich kann ich jetzt so viele Jahre dritter Bürgermeister wie der Hepp das eben mir voraus ist, das kann ich jetzt nicht aufholen, aber dass die Basis das jetzt so deutet, dass sie dann den Hepp nominiert, das ist bei uns überhaupt kein Thema. Wie fühlen Sie sich denn jetzt eigentlich, wenn Sie so durch München fahren? Man sieht ja überall Ihr Porträt. Was löst das bei Ihnen aus? Also ganz ehrlich, ich distanziere so ein bisschen. Also klar, ich weiß, ich erinnere mich an die Fotosession, das war ein schöner Tag gewesen, ein großartiger Fotograf. Ich finde, dass es gelungen ist. Also mir gefällt das Bild. Ich finde, dass es eine gute Ausstrahlung hat. Aber ich schaue es jetzt gar nicht so genau an irgendwie. Ja, dazu bin ich auch irgendwie, glaube ich, viel zu viel in meinen Terminen drin. Aber ich spüre, dass es sehr, sehr gut ankommt. Und ich habe so eine richtige Welle gespürt, als die Plakate dann in der Stadt standen, dass ich natürlich dann plötzlich erkannt worden bin. Ja, und Sie sind doch die Frau Nallinger. Und dass mir sehr, sehr viel Sympathie entgegengebracht worden ist. Also das ist mir so richtig aufgefallen, dass dann ganz viele Menschen mich angeschrieben, angesprochen, angemailt haben, die mich einfach kennenlernen wollten, die neugierig geworden sind. Was ist das für eine Frau, die da von den Plakaten mich so sympathisch anschaut? Das ist ja quasi so von 0 auf 100. Also das ist ja eben wirklich von nicht so bekannt zu jetzt aus Ihrer Perspektive hoffentlich sehr bekannt. Sie haben eine Familie, Sie haben zwei Kinder. Wie wirkt das auf Ihre Familie, dass jetzt plötzlich die Mutter oder die Lebenspartnerin da so massiv im Münchner Stadtbild erscheint? Also bei meinen Kindern war das ganz lustig. Als die Plakate standen, haben sie mir eben abends im Bett dann immer gezeigt, ihre Freunde, die am Plakat vorbeigekommen sind, die haben alle Selfies gemacht mit sich vor meinem Plakat, mit Grimassen oder sonst was. Und es war eigentlich ganz witzig. Dann haben wir die Standorte schon mal gesehen und so. Und heute sagen sie, ach, weißt du, Mama,
das ist die Frau auf dem Plakat und du bist unsere Mama. Also die differenzieren da sehr. Ja, ja. Und dann sieht man sie natürlich immer zwischen diesen beiden Männern. Also auf der einen Seite Dieter Reiter und dann Seppi Schmidt und dazwischen sie. Glauben Sie, dass der Effekt greift, dass eben auch Sie als Frau da eine besondere Herausstellungsmerkmal haben? Also ich glaube, dass ich heraussteche, weil ich ein kraftvoller Mensch bin, weil ich ein lebendiger Mensch bin und weil ich ein Mensch bin, der mit Hirn und Verstand die Dinge angeht und zwar beherzt angeht. Und das ist, glaube ich, das, was mich auszeichnet und das ist auch das, was rüberkommt, wenn wir so zusammenstehen. Was war denn hier so Ihre ungemütlichste Situation auf diesem grünen Sofa? Gab es da mal jemanden, der Sie auch in einer Form angegriffen hat, wo Sie sagten, Mensch, jetzt wird es aber unangenehm hier auf der grünen ja, Couch? Ja, doch, das gab es. Und zwar gleich beim dritten Spot am Gärtnerplatz. Da war es ein wunderschöner Sommertag. Ich hatte auch den Ludwig Hartmann mit zu Gast, der mit den Bürgern vor Ort diskutieren durfte. Und wir hatten gerade aufgestellt unsere Lautsprecheranlage und alles und die Menschen waren neugierig, am Gärtnerplatz war es voll und dann haben sie sich alle um uns rumgruppiert und dann kam ein Nachbar und meinte, also es wäre ihm zu laut und sie wären doch am Gärtnerplatz sowieso so geschädigt, weil da so viel abends los ist und so. Und dann ging eine richtig heiße Diskussion los, die dann richtig gut war. Zuerst so richtig aggressiv, ja. Aber dann zum Schluss war der ganze Platz dabei, der mit diskutiert hat, ob es da jetzt laut sein darf und bis 23 Uhr oder wie oder was. Aber der Anfang war ein bisschen unschön. Es darf auch ein bisschen gefaked werden hier mit der Lampe und so, nicht? Das soll einfach nur für das Bild schön sein. Ja, das ist mein Wohnzimmer, mein zweites sozusagen, der Westpark. Ja. Das war die Idee bei der Sache. Ja. Ich stelle fest, ein roter Teppich und schwarze Stühle, also die lassen sich im Farbspiel alles offen. Nee, das sollte jetzt eigentlich gar keine Anspielung auf irgendwas sein, sondern das sind die Möbel von mir zu Hause. Ja? Und ich wollte eben, Sie wollten ja ein Porträt und auch sehr gerne eine Homestory. Sie wissen, wie ich mich entschieden habe. Und dann dachte ich eben, meine Homestory ist, dass ich einen Teil meiner Möbel mitbringe. Und das Sofa, das steht nicht zu Hause bei mir rum. Aber das ist eben was, wo bei mir der Wahlkampf begonnen hat, wo ich eben angefangen habe, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Frau Nadinger, jetzt stehen wir hier über dem Mittleren Ring. Natürlich auch eins der Top-Themen in diesem Wahlkampf, Verkehr, Tunnel. Können Sie den Münchnern erklären, warum welcher Tunnel zuerst gebaut werden muss von den dreien, die in der Diskussion sind? Also ich erkläre den Münchnern erstmal, warum wir in nächster Zeit massiv den Verkehr, also die Mobilität ausbauen müssen. Aber da bin ich mir sicher, dass wir erstmal den U-Bahn und Tramverkehr ausbauen müssen, den Radlverkehr, weil wir werden bis zu 300.000 Menschen mehr und der Platz, der Raum wird aber nicht mehr. Das heißt, wir müssen einfach mit dem engen Raum klarkommen und wir haben auch nicht beliebig viel Geld. Ja? Also wir müssen massiv U-Bahn und Tram ausbauen und das kostet schon eine Stange Geld. Ja? Und wenn wir dann noch Geld übrig haben, dann können wir uns über solche Projekte wie den Tunnel Gedanken machen. Aber ich sehe einfach, dass das nicht die Lösung ist. Ja? Die Tunnel, die wir jetzt gebaut haben, da haben wir auf dem Tunnelabschnitt 40% höheres Verkehrsaufkommen. Und in den Zufahrten und Abfahrten haben wir fast 30% höheres Verkehrsaufkommen. Das heißt, es gibt immer auch Verlierer von der ganzen Geschichte. Wenn wir aber auf die Seite gucken, da ist ja der Luise-Kieselbach-Tunnel wird da ja fertiggestellt. Dann glaube ich, oder viele Städteplaner sind der Meinung, dass das den Verkehr doch deutlich entlastet. Müsste das nicht für Sie ein Ansporn sein, auch an anderen Stellen hier im Mittleren Ring die Tunnel weiterzubauen? Also wir wissen, dass der Tunnel so lange sinnvoll ist bis zur nächsten Engstelle und die nächste Engstelle kommt und dann gibt es da die Stauung. Also sie werden das nie ganz lösen und es ist auch so, dass die Menschen ja nicht nur auf dem Mittleren Ring fahren, sondern sie fahren ja irgendwann auch dorthin und wieder runter und dafür haben wir das Straßennetz nicht. Ja? Also es ist einfach so, wenn sie Straßen bauen, wird es noch mehr Autoverkehr geben und unser Straßennetz ist jetzt schon überlastet. Ja? Und wenn wir 300.000 Menschen mehr werden und im Umland auch noch das Wachstum stattfindet, dann wird das Straßennetz hier einfach diese Kapazität nicht mehr aufnehmen können. Kann man unter Ihre Aussagen einen Strich ziehen und drunter schreiben,
Autos raus aus München? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Nein, da haben Sie mich dann missverstanden. Nein, was ich meine ist, ich bin da ganz pragmatisch. Ja? Also ich sehe einfach, wenn wir 300.000 Menschen mehr werden und eine lebenswerte Stadt bleiben wollen, dann müssen wir eben auf die Verkehrsmittel wie Fahrrad setzen, auf die U-Bahn, auf die Tram, auf den Bus. Und die Menschen machen es ja. Wenn wir gute Angebote schaffen, ja, dann steigen die Menschen freiwillig aus den Autos, aufs Radl und haben da sogar einen Gewinn dabei. Und das ist doch das Wunderschöne. Wenn man jetzt die letzten Monate verfolgt, dann merkt man, wie die OB-Kandidaten, wie auch Sie, sich ganz massiv um Münchner Themen eben kümmern, engagieren, sich Gedanken machen. Haben Sie Sorge davor, dass jetzt haben wir im Moment diesen Skandal mit Edati, der national große Aufmerksamkeit hat, dass ein nationales Thema plötzlich eine Woche vor den Kommunalwahlen hier in München alles überdeckt, der Wähler eigentlich nur noch deshalb die eine oder andere Partei wählt, weil bundespolitisch da etwas am Köcheln ist und dadurch die kommunale Politik in Vergessenheit gerät? Naja, also ein Ereignis, das die Kommunalwahl überschattet kurz davor, das kann immer stattfinden, das kann man aber nicht voraussehen. Deswegen konzentriere ich mich hier auf den Wahlkampf. Die Themen kennen wir alle, ja, also dass es Wohnen, Verkehr, Kinderbetreuung und so ist. Ich glaube, dass es jetzt darum geht, zu zeigen, wer wirklich mit Mut, mit Hirn und Verstand und wirklich mit Herzen die Themen auch anpackt, ja, und wirklich mutig voranschreitet. Das wird das Thema sein, das wollen die Münchnerinnen und Münchner sehen. Und ich denke, dass wir uns da ganz klar unterscheiden. Aber dass so ein nationales Thema plötzlich alles andere dominiert, könnte ja auch passieren. Das kann passieren, aber da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Also ich meine, da muss man entsprechend natürlich ja, drauf eingehen, aber das kann ich doch nicht beeinflussen. Was ich beeinflussen kann, ist zu zeigen, für was ich stehe. Und ich stehe eben für eine engagierte, beherzte Politik mit Hirn und Verstand. Jetzt ist es kein bundespolitisches Thema, aber auf jeden Fall ein bayerisches, ein landespolitisches Thema, wo der Ministerpräsident gerade deutlich gemacht hat, München geht es zu gut, München kriegt zu viel vom Finanzausgleich, der in Bayern auf die Kommunen verteilt wird und will deshalb reduzieren. Das ist etwas, was direkt auch den Münchner Wahlkampf betrifft. Glauben Sie, dass wenn Sie Oberbürgermeisterin sind, Einfluss darauf haben, wie viel Geld dann aus diesem Finanzausgleich nach Bayern, nach München kommt? Also erstmal finde ich es fatal, die Überlegungen von der Landesregierung, die Gelder für München zu kürzen. Ja, weil wir sind eine der Städte in Deutschland, die am stärksten wachsen werden, ja, die das stärkste Wachstum verkraften müssen. Und deswegen ist es fatal, wenn man bei uns den Hahn zudreht. Ja. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass ich der Überzeugung bin, dass ich das sehr gut und überzeugend rüberbringen kann, wie wir in München die Infrastruktur ausbauen müssen. Also, dass wir Lehrer brauchen, wenn wir mehr Kinder haben, ja, dass wir Kinderbetreuung brauchen, dass wir eine gescheite U-Bahn ausbauen müssen, eine Tram, dass wir Wohnungen kaufen müssen und bauen müssen. Also, dies gilt klar zu machen und dies würde ich mit voller Überzeugung, mit meiner vollen Kraft tun. Frau Dahlegger, mal ganz anders gefragt, was hat Sie eigentlich in die Politik gebracht? In die Politik hat mich gebracht, dass ich ein Mensch bin, der sich einbringt, der Verantwortung übernimmt, der gestaltet. Ich bin ja eine Quereinsteigerin, ich habe ja nicht jetzt eine lange Parteigeschichte hinter mir, sondern ich bin jemand, der schon ganz früh politisch war, der sich schon ganz früh Verantwortung übernommen hat. Mein Vater ist früh gestorben, da war ich 4 Jahre alt. Also ich musste gemeinsam mit meinem Bruder, weil meine Mutter berufstätig war, den Laden schmeißen. Ich habe da schon ganz früh eben selbstständig auch mein Leben organisiert. Und dann bin ich jemand, der sich einfach einmischt und der gestaltet und der auch merkt, dass er Menschen begeistern kann.
für Themen und Menschen mitreißen kann. Und das ist die Motivation und das war mein Antrieb, in die Politik zu gehen. Wenn Sie sich jetzt Ihre Partei angucken und wir an die Anfänge denken, in den 80er Jahren, Joschka Fischer und Opposition mit Turnschuhen in den Hessischen Landtag eingetreten, inwieweit hat sich Ihre Partei verändert in Ihren Augen? Also die Partei hat sich verändert und die Gesellschaft hat sich verändert. Und was ich merke, ist eben, egal wo ich unterwegs bin, in welchen gesellschaftlichen Gruppen, dass unsere Themen, die wir Grünen gesetzt haben, mittlerweile mitten in der Gesellschaft angekommen sind. Es sind die Themen, die die Menschen bewegen, vorantreiben. Und es sind vor allem die Themen der Großstadt, die die Grünen eingebracht haben, die die Grünen auch stark gemacht haben, wo wir einfach gute Antworten haben, gute Konzepte. Gerade wenn man sich also so Ihre politischen Vorgänger auch auf der nationalen Ebene anguckt, wer sind Ihre Vorbilder? Meine Vorbilder, das ist bei mir parteiunabhängig. Da geht es mir um Haltung. Das sind Menschen mit Haltung, es sind Menschen mit Mut, es sind Menschen, die neu denken können. Also da bin ich ganz unabhängig sozusagen von der Partei. Da könnte ich Ihnen jetzt ein paar Namen sagen, aber ich glaube, es geht mehr so, was mich überzeugt vom Menschen. Ja? Und das ist wirklich seine Haltung, auch dass er Dinge offen anspricht, ja? dass er den Mut hat, vielleicht nicht immer seiner Partei um den Mund zu reden. Das ist meine Lebensüberzeugung. Namen werden da natürlich spannend. Ja, da müsste ich eine ganze Bandbreite aufmachen. Also das geht los mit einer Sarah Wagenknecht, wo ich einfach finde, die hat Mut und die sagt einiges. Ja. Von der Linkspartei. Ja, von der Linkspartei. Da muss ich echt jetzt gerade so krämen. Also großen Respekt habe ich natürlich von Fritz Kuhn, ja, der es wirklich geschafft hat, in einer doch konservativen Gesellschaft die Menschen mit guten Ideen zu überzeugen. Der muss man dem einen oder anderen Zuschauer vielleicht erklären, das ist der grüne Bürgermeister aus Stuttgart. Ja, genau, ja. Genau. Der das geschafft hat, eben die Stadtgesellschaft mitzunehmen und sie zu überzeugen. Wen nehmen wir dann noch? Vielleicht ein Mensch auch außerhalb der eigentlichen Politik. Die Frau Käsmann hat mich noch sehr fasziniert, wie engagiert als Frau, die mitten im Leben steht, die gezeigt hat, dass man eben sehr viele Aufgaben miteinander verbinden kann und wirklich Vordenkerin sein, Kämpferin sein kann. Sie haben jetzt schon mal dargestellt, was Sie an der Politik fasziniert, dass Sie die Leute gerne mitnehmen und so weiter. Was stört Sie denn an der Politik? Was belastet Sie da? Was mich an der Politik stört, ja, dass viele Menschen gerade nicht von uns mitgenommen werden. Ja? Also dass wir anscheinend es gerade nicht schaffen, bei den Menschen anzukommen, mit unseren Ideen die Menschen mitzunehmen, sondern dass wir eigentlich eher so an den Politikern und an unseren Vorzügen und was wir so alles das ganze politische System sozusagen, dass wir das nicht mehr mitnehmen, die Menschen mitnehmen, mit den Themen mitnehmen. Das ist das, was die große, große Aufgabe der Zukunft sein wird, die Menschen wirklich wieder für Politik zu begeistern. Ich will, dass die Menschen sich einbringen. Ich will, dass sie wählen gehen, auch am 16. März wählen gehen, weil da gibt es wirklich eine Chance. Ja? Da gibt es eine Stichwahl in München, sodass es wirklich kein Lagerwahlkampf ist, sondern wirklich ein offener OB-Wahlkampf ist. Und deswegen müssen die Menschen wieder wählen gehen und sich wieder einbringen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Aufgabe für die nächste Zeit. Haben Sie für sich mal überlegt, ob es für Sie einen Grund gäbe, bei dem Sie sagen würden, jetzt trete ich von meinem Amt zurück, jetzt mache ich nicht mehr mit? Wenn ich merke, dass ich nicht mehr gestalten kann und dass ich die Kraft nicht mehr habe, Menschen mitzunehmen, zu überzeugen, dann würde ich das sehr stark überdenken, ja. Und bei eigenen Fehlern? Also das kann immer passieren, dass man einen großen Fehler macht und da würde ich auch sehr schnell dann die entsprechenden Konsequenzen ziehen, ja. Mhm.
Sind jetzt einfach so ein paar Fragen, die ich einfach abfragen muss. Ja, genau. Die eigene Partei ist ja auch, gerade Ihre Partei, ist ja auch immer mal wieder intern miteinander im Zwiespalt. Man erlebt da viele intensive Diskussionen. Was stört Sie an Ihrer Partei? Also zunächst mal mag ich sagen, was ich an meiner Partei liebe, dass wir streitbar sind, ja, dass wir wirklich auch Themen ausdiskutieren und Themen ansprechen. Was mich gerade so in München stört, ist, dass wir nicht genügend reflektieren. Also ich bin jemand, der sehr genau die Dinge anschaut, auch zurückschaut und sagt, was haben wir erreicht, wo wollten wir besser sein und haben es nicht erreicht, und dass wir ehrlich zu uns sind und ehrlich Dinge ansprechen. Ja? Also das merke ich, dass ich da anders unterwegs bin. Also dass es mir wichtig ist, ehrlich zu sein, ehrliche Politik zu machen und auch mal zu sagen, das hatten wir uns anders vorgestellt, das haben wir bislang noch nicht erreicht, Problem erkannt, jetzt müssen wir schauen, wie wir weiter vorgehen. Also das wäre mir ein richtiges Anliegen. Haben Sie das Gefühl, dass in Ihrer Partei der eine oder andere demnach nicht ganz so ehrlich ist, wie Sie sich das wünschen, und da vielleicht irgendwelche Spiele im Hintergrund gespielt werden, die Sie noch gar nicht so im Griff haben können? Nein, überhaupt nicht, sondern ich sehe einfach, dass wir Grünen jetzt viele Jahre mit hier an der Regierung sind, dass wir große Ziele für die Stadt haben, und ich sehe einfach, dass wir jetzt einen Zahn zulegen müssen. Jetzt braucht es jemand, der kraftvoll vorangeht, und das möchte ich machen, und das ist jetzt der richtige, also das ist der nächste Schritt, den wir Grünen hier in München jetzt gehen müssen. Okay, also man setzt sich ja sehr mit der eigenen Politik auseinander, aber man muss sich ja auch mit dem Wähler auseinandersetzen. Und man versucht ja dem Wähler immer auch natürlich zu gefallen, damit man von dem Wähler gewählt wird. Aber was würden Sie am Wähler aussetzen? Am Wähler? Erstmal gar nichts, sondern die Menschen, ich meine, die bringen sich ein, wenn man Angebote schafft und wenn man sie auch einsetzen lässt. Ja? Also der Bürger, der darf nicht stören. Ja? Ich habe manchmal den Eindruck, bei einigen auch hier in der Stadt, dass der Bürger stört. Ja? Und bei mir stört er eben nicht, ganz im Gegenteil. Ich freue mich, wenn ich sehe, zum Beispiel jetzt heute Abend weiß ich, dass die Goldgrundleute, die mit der Müllerstraße nicht zufrieden sind, dass die eben darauf aufmerksam machen, dass die sich einbringen. Ja? Klar könnte ich sagen, das stört uns jetzt, weil wir andere Beschlüsse am Mittwoch fassen werden. Nein, ich finde es gut, ich finde es richtig, und ich finde, dass wir als Politiker dieser Stadt auch mal innehalten sollten und sagen, okay, wir haben jetzt zwar den Zeitplan, aber irgendwas stört da. Ja? Wir merken, dass sich der Widerstand, dass der immer größer wird, und dass wir dann innehalten und sagen, okay, jetzt gilt es wirklich zuzuhören, die guten Argumente anzuhören, sich auszutauschen und wirklich auch daraus zu lernen und die Menschen mitzunehmen. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Frau Nahlinger, jetzt sind Sie ja auch ganz intensiv mit der Presse konfrontiert worden. Haben Sie das Gefühl immer gehabt, fair behandelt worden zu sein? Absolut. Kann ich mich nicht beklagen. Vielleicht, also was mir aufgefallen ist, dass eben die Reihenfolge der Nennung immer gleich ist. Irgendwie, ja, erstmal die Herren und dann die Dame, aber sonst nee, kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Da geht es dann wahrscheinlich auch um die Stärke im Stadtrat, nicht? Also, dass man mit der SPD anfängt, dann kommt die CSU. Genau, genau. Man hat die jetzige Situation immer wieder gegeben, obwohl wir ja eigentlich was Neues und was offen rangehen wollen. Aber das sind Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten. Nach Knigge müssen Sie natürlich als Dame immer zuerst genannt werden. Das ist, ja, werde ich auch oft zuerst gefragt. Das hat dann wieder Vorteile, ne? wenn man als Frau antritt, dass man da dann den einen oder anderen Benimmvorteil einfach hat. Ja, und am Foto steht man immer in der Mitte und so weiter. Ja, aber das sind ja Kleinigkeiten. Ich denke, es geht ja um eine Haltung und was ein Mensch ausstrahlt und wie er die Menschen mitreißen kann. Wo gab es denn die Situation, wo Sie gesagt haben, Mensch, da hätte ich gerne noch mal korrigierend eingegriffen, bevor es in die Öffentlichkeit gegangen ist? Also eingegriffen hätte ich bei vielen Punkten gerne.
beim Leerstand zum Beispiel. Ja? Also das hat mich so geärgert, ja, dass als es in der Pilotistraße gebrannt hat, ja, hatten wir keine Informationen. Ja? Wie viele Wohnungen und so weiter leer genau, stehen? Genau, ja? Leerstand, es stehen städtische Wohnungen leer, die ja. Sozusagen eigentlich mit Mietern hätten belegt werden müssen. Ne? Genau, und da hat uns eben auch Bürgerwitter darauf aufmerksam gemacht, hey, da steht ein städtisches Gebäude leer, und zwar nicht erst seit gestern, sondern ganz, ganz lange. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt hätte ich die Information gebraucht, dass es eigentlich bei der Stadt nur wenige Wohnungen sind im Vergleich zu dem großen Wohnungsbestand, mhm. Und hätte gerne auch näher gewusst, warum jetzt dieses Gebäude leer steht. Und das hat mir viel zu lange gedauert, und das hat den Missstand auch aufgezeigt, dass wir das nicht im Griff haben, ja? dass wir da keinen Überblick haben. Frau Neilinger, der Oberbürgermeister Christian Ude ist ja jetzt seit über 2 Jahrzehnten Oberbürgermeister. Ist das für Sie jetzt von der Überlegung her so, dass Sie sagen, das war zu lang? Und der nächste Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin sollte 2 Legislaturperioden haben, und das reicht dann? Oder wovon würden Sie es abhängig machen? Also zunächst mal merkt man schon eine gewisse Müdigkeit dem Oberbürgermeister an. Viele Themen hat man einfach schon mehrmals durchgekaut, und wir stehen jetzt am Punkt, wo wir in der Tat mit mehr Druck, mit mehr Tempo an die Dinge ran müssen. Ja? Und da stellt sich natürlich die Frage, war er zu lange dran? Ich habe gesagt, dass ich mir vorstellen kann, für zwei Wahlperioden zur Verfügung zu stehen. Ich meine, man soll sich da nie 100% festlegen, aber ich denke, dass man sich wirklich einen Zeitraum vorstellen soll. Also nach 18 Jahren spätestens ist bei mir Schluss. Aha. Und was wäre denn jetzt das, was Sie in den ersten 100 Tagen anpacken würden? Was ist Ihre Priorität? Also zunächst mal würde ich wirklich frischen Wind reinlassen, würde meine Couch auch vor mein Zimmer stellen, weil ich wirklich die Bürger einladen will. Ich will die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt einladen. Also das wäre mal das Erste, dass ich eine ganz andere Haltung dazu hätte. Da sitzen dann aber ganz, ganz viele plötzlich übereinander auf der grünen Couch. Ich glaube, dass sich das schon rumspricht, dass man zur Oberbürgermeisterin wirklich nur gehen kann, wenn man ein wirkliches Anliegen hat und vielleicht sich vorher auch schon mal abspricht. Ja, und dann würde ich natürlich die großen Themen angehen, und die würde ich auch, also wirklich Wohnen, Mobilität, Kinderbetreuung, und da würde ich wirklich auch Agenturen schaffen, die direkt neben meinem Büro angesiedelt sind. Also eine Agentur für Wohnen wird es auf jeden Fall neben meinem Oberbürgermeisterbüro geben, sodass ich eben immer informiert bin, dass ich sehe, wenn es knirscht und wenn irgendwie an den Strukturen was gemacht werden muss, wenn man Menschen zusammenbringen muss, einfach, dass die Dinge flutschen, dass es vorwärts geht. Das ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll und hört sich erstmal sehr gut an. Man erlebt ja dann, wenn man plötzlich dann doch im Amt ist, dass die Aufgaben einen dann doch sehr viel konkreter fordern. Glauben Sie, dass in diesem Wahlkampf der eine oder andere sehr viel versprochen hat von dem, was er vielleicht gar nicht unbedingt umsetzen kann? Also ich habe meine Listen gemacht für die Projekte meiner Mitbewerber, und die Summe ist atemberaubend, die da unten rauskommt. Also das müssen also vor allem der Herr Schmidt, aber auch der Herr Reiter mir mal dann zeigen, wie sie das finanzieren wollen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich in der Tat glaube, dass man Dinge beherzt jetzt angehen muss, dass wir wirklich da einen Zug zulegen müssen. Und ich bin ein Mensch, der dafür steht, ja, der dafür steht, dass er Menschen zusammenbringt, dass er Probleme anspricht, dass er auch hinschaut, ja, und sie benennt, ja, und dann wirklich konstruktiv die Dinge angeht. Und ich war ja selber in der Verwaltung gewesen, ich war in der freien Wirtschaft gewesen. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben gesehen, ich war viel im Ausland. Ich glaube, dass es schon gut ist, wenn jemand jetzt rankommt, der einfach auch diese Weite hat, ja, und diesen offenen Kopf, diesen offenen Geist, um wirklich hinzuschauen, wo hakt es, und dann auch wirklich einzugreifen, und zwar schnell einzugreifen. Es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, Mensch, die Frau Neilinger, die hat da 2 Kinder, die gehen noch zur Schule. Kann sie das überhaupt bewältigen? Jetzt Oberbürgermeisterin einer Millionenstadt zu werden. Was antworten Sie denn? Also Steffi Schmidt-Kinder sind noch viel, viel kleiner. Meine Kinder sind ja schon sehr, sehr selbstständig. Die sind jetzt 13 und 16.
Die sind wirklich gut im Leben. Ich habe einen sehr engagierten Mann, der sich um die Kinder kümmert. Wir teilen uns das auf. Also ich sehe da überhaupt keine Probleme. Sehen Sie das in Ihrem Wahlkampf, dass der eine oder die andere dieses Thema Rabenmutter, was ja noch bei uns in Deutschland immer mal wieder aufkeimt, Ihnen zum Vorwurf macht? Gar nicht, also gar nicht. Viel mehr, dass mir das attestiert wird. Sie sind ja eine Frau, die mitten aus dem Leben kommt, die berufstätig ist, die Kinder hat, die wirklich zeigen muss, die das selber am eigenen Leib gespürt hat. Also das sind eigentlich die Punkte, die mir rückgespiegelt werden. Das ist dann auch irgendwo eine Vorbildfunktion, dass sowas funktionieren kann. Also natürlich Vorbildfunktion für die vielen jungen Frauen auch. Das bleibt mir einfach im Kopf behaftet, als wir in der Familie diskutiert haben, ob ich das Amt des Oberbürgermeisters, ob ich da den Wahlkampf antreten soll. Da haben meine Kinder als erstes gesagt, eine Frau, eine Stadt regieren, das waren doch immer Männer. Und dann kam mir das, ja, die jungen Frauen, die brauchen Vorbilder. Sie sind gut ausgebildet, die jungen Frauen. Ja, sie sind mutig, sie sind engagiert. Und was aber fehlt, sind wirklich die Vorbilder. Und schauen Sie doch mal in Deutschland, Petra Roth war eine großartige Oberbürgermeisterin, die hat die Geschicke von Frankfurt hervorragend geleitet. Heute haben wir keine einzige Großstadt mehr, die von einer Frau gelenkt und geleitet wird. Würden Sie denn dann auch den Proporz versuchen, anders zu gestalten, als er jetzt ja auch in manchen Abteilungen der Stadt vorhanden ist? Ganz klar, ganz klar. Also wenn man die Statistik anschaut, dann können wir in der Stadt sagen, die Hälfte der Führungskräfte sind Frauen. Aber da müssen Sie mal anschauen, wo die sind. Die sind vor allem im pflegerischen und erzieherischen Bereich, wo sie gar keine Männer als Konkurrenten haben, weil die Bezahlung schlecht ist, weil die Bedingungen sonst schlecht sind. Also da müssen wir schon ehrlich sein. Ja? Und wenn wir in unsere Gesellschaften schauen und wenn wir auch auf andere Führungsebenen schauen, dann haben wir einfach noch nicht den Proporz erreicht und Frauen machen den Job gut und da hätte ich ein ganz, ganz großes Auge drauf. Können Sie in wenigen Sätzen erklären, warum der Münchner Sie als Oberbürgermeisterin wählen soll? Weil ich ein Mensch bin. Ja, ich bringe die Grundausbildung mit einer Oberbürgermeisterin. Ich bin Stadt- und Verkehrsplanerin. Das heißt also, ich gehe mit Hirn und Verstand los. Ich gehe unerschrocken auf die Dinge zu. Ich weiß, die wichtigen Themen anzupacken. Ich binde die Bürger ein, die Menschen ein. Ja, ich weiß, was die wichtigen Themen sind. Das ist Wohnen. Da müssen wir wirklich engagiert losgehen. Es ist das Thema Mobilität. Da brauchen wir zukunftsweisende Konzepte. Da können wir nicht mehr so rumdoktern. Ja, wir brauchen eine Mobilitätskarte für alle Verkehrsmittel außer dem privaten Auto, dass man wirklich in München auch gerne auf die Umweltverbundmittel umsteigt. Dieses Bürgereinbinden, das ist ja mittlerweile bei allen politischen Parteien hoch angesehen. Wird der Bürger da nicht überfordert? Ich meine, deshalb wählen wir Sie ja, damit Sie dann auch gewisse Dinge umsetzen und es richtig machen, weil Sie sich damit intensiv auseinandersetzen. Viele Bürger haben ja gar nicht die Zeit und sind auch gar nicht so daran interessiert, sich in alle Details einzuarbeiten. Ist dieses Bürgerbeteiligen nicht überbewertet? Also gerade in der Kommunalpolitik, gerade in der Politik vor Ort, wo es darum geht, die Umwelt des Menschen zu gestalten, bin ich der festen Überzeugung, dass die Bürgerinnen und Bürger genau wissen, was sie brauchen. Und da muss man genau hinhören und man muss in die Diskussion kommen. Und dann gibt es natürlich Themen, die eine größere Dimension haben, zum Beispiel das Thema Bürgerhaushalt. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir die Bürger einbinden und einen Teil unseres Haushaltes gemeinsam die Prioritäten bestimmen, dass die Menschen sich dann auch ganz anders mit der Stadt und mit der Stadtpolitik identifizieren und vielleicht dann auch mal wissen, wie viele Stadträtinnen und Stadträte wir haben und was die so machen. Ja. Und bei den großen Projekten wie S-Bahn-Ausbau, Flughafenausbau, werden wir, und das ist auch gut so, nicht mehr umhin kommen, die Bürger mitzunehmen. Ob sie wirklich so viel Geld in ein Projekt binden wollen und ob das wirklich der Bürgerwille ist. Auf jeden Fall haben Sie hier eine wunderschöne Location ausgesucht, Frau Nallinger. Die Sonne scheint auch noch heute. Bin gespannt, für wen die Sonne dann am 16. März scheint, beziehungsweise dann, wenn es zur Stichwahl kommt, 2 Wochen später. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Van Hoven.
Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen. Frühlingsgefühle im Winter? Typisch Kuttendreier. 250 Kurzzulassungen, traumhaft günstig. Nur bei Kuttendreier. Just Drive.